Und wir sind wieder in der neuen Base. Kann man die von dem Winkel aus sehen? Müssen wir uns gleich angucken. Ich habe da noch ein bisschen was rumgebastelt. Riley hat sehr viel Zeit damit verbracht. Also erstmal, ne, die Depth-Seeker hier wieder hinzubringen. Von der Alien Base. Dann, oh, da hinten war ein Warper. Dann war er auch kurz bei der Aurora. Hat er ein bisschen dran rumgeschweißt. Einfach nur zum Checken. Aber es war, wie erwartet, einfach nur Titan. Ganz normale Titan-Wrackteile, die man dann zu Titan machen kann. Nichts Besonderes, aber wir haben jetzt so eine schier unendliche Quelle an Titanen, auch wenn das vorher nicht wirklich schwer war, ranzukommen. Ja, das wäre alles erledigt. Warum warpst du da hinten so viel rum? Du machst mich gerade ganz wuschig. Wir haben so eine lange Liste an Dingen, die wir noch testen können. Wir müssen testen, ob wir aus dem Cyclops rausgeworbt werden können. Wenn ja, wäre das sehr unangenehm, gerade unten. Wenigstens kann unser Cyclops nicht gehijackt werden von diesen kleinen Mesmer-Dingern. Das wär sehr komisch. Ja, gut. Also, er war produktiv, was das angeht. Er hat auch mehr mit dem Bioprocessor gearbeitet, um die ganzen Ressourcen zusammenzubekommen, damit wir jetzt den Key craften können. Da, die anderen haben wir noch zu Genüge. Aber das hier müsste jetzt der erste Red Tablet sein, den wir überhaupt gesehen haben. Wir haben einen zerbrochenen gesehen, das war's. Gib mir mehr Rezepte, gib mir mehr. What the fuck? Warum bist du so groß? Okay. Müssen wir jetzt auf den Boden schmeißen? Warte. Wir verbringen Stunden, um Ressourcen zu sammeln, craften Alien-Artefakte in unserem Energiereplikator, in unserem Unterseeboot auf 500 Meter Tiefe auf einem fremden Planeten. Und unser PDA zuckt mit der Schulter und sagt: Ja, was willst du? Ich will Rezepte. Ich will gelbe und orangene Dinge davon herstellen. So, jetzt schmeißen wir das Ding auf den Boden. This item cannot be dropped. What the? Okay. Okay. Ist nichts aufgeploppt. Einfach nichts. Okay. Self-Scan sollten wir zwischendurch mal wieder machen. Self-Scan complete. Bacterial infection has spread to the skin and pulmonary system. Medical report recorded to data bank. It is imperative you find a way to neutralize the infection. Oh. Jausa. Hätten wir nicht gescannt, wäre es nicht ausgebrochen, oder? Aber so haben wir jetzt vielleicht die Möglichkeit, das Enzym zu benutzen. Erstmal die PDA-Einträge da lesen. Genau, also wir konnten das abbauen. Databank. Bacterial Infection. Ja. Bacterial Infection Report. You have been infected with a previously unknown waterborne bacterium. It is currently multiplying in your bloodstream. Estimated incubation time 2 weeks. Wir sind schon sehr lange hier. Your immune system is currently combating the infection at low efficiency. You may already be experiencing flu-like symptoms and skin irritations. These will likely be exacerbated as the bacterium takes hold. Your immediate priority should be abatement and eradication of the infection. Recommended steps. Salvage further alien research data on a possible vaccine. Investigate the mechanism which have enabled the indigenous ecosystem to inhibit the symptoms of the infection. Also, wie es dazu kommen konnte. Dass die ganzen Tiere hier halt nicht alle krank sind. Einige sind krank, ja, aber es sind definitiv nicht viele. Ich würde mal sagen, 5% oder so. Was immer noch viel ist auf die Masse gesehen, aber ja, es könnte wesentlich schlimmer sein. Pulmonary bacterial infection. The bacterial infection in your system have begun to attack and damage your pulmonary tissue, reducing their gas exchange efficiency. Das haben wir definitiv gemerkt, ja. This has been manageable so far due to the large capacity of standard gas mix scuba tanks, resulting in several minutes of breathing time, even at markedly reduced efficiency. But the fairly low base capacity of the liquid breathing system supply tanks, combined with the unwanted interaction of the liquid respiratory medium with the biofilm in your lungs, means that dive times are now constrained to short
enough intervals that make meaningful activity difficult to impossible. Also ja, es ist definitiv unangenehm, so krank wie wir sind, mit dem Flüssiggas. Da hätten wir gerne irgendwas gegen. While a full medical suit such as that which would have been on board the Aurora could easily solve this problem, the best feasible solution with the limited supplies currently at hand would be to try and temporarily treat some of the worst symptoms of this infection and remove this biofilm until a more permanent cure becomes available. Unfortunately, how to do this requires further research. Okay. Ja, das wussten wir leider alle schon. Also wir haben es gemerkt, aber wir hatten es halt nicht als dedizierten PDA-Eintrag. Danke, PDA. Ja, Riley hat zwischendurch ein bisschen Kleinkram gescannt. Aber da kam nicht Ghost Leviathan-Eier. Das ist der Baum in dem unterirdischen Fluss. The tree's branches are wrapped around a number of maturing eggs belonging to the species designated Ghost Leviathan. This tree appears to be an ancient nesting ground. The eggs were laid when the tree was young, and now the branches protect and grow with them as they wait the right conditions to hatch. Also wir sind nicht allzu weit entfernt von einem ganzen Haufen zukünftiger Ghost Leviathans. Das ist kein bisschen verstörend. Warum ploppt der Meteor immer wieder auf? Den habe ich schon zigmal weggeklickt. Also unser PDA findet den Meteor recht wichtig. Ja, ich auch, weil da kriegen wir Iridium raus, aber brauchen wir halt den Prawn-Suit. Kann man da vielleicht so einen Brocken mitnehmen? Und in unseren Grinder reinschmeißen? Crash Zone ist scheinbar fertig. Crack Field? Noch nicht. Crater Edge? Ja, im Crater Edge werde ich... Crater Edge ist halt der Übergang von dem Gebiet, wo wir uns die ganze Zeit jetzt hier aufhalten, seit Monaten, und der Void runter. Irgendwo am Rand ist noch irgendetwas. Deep Degussy Base. There's more to explore here. Die Deep Degussy Base ist die 500 Meter, ne? Die war 250 Meter. Das da. Ja, da sollten wir jetzt hier ohne Probleme hinkommen. Und auch diese... Wie hießen die Viecher jetzt? Die heißen nicht Brain-Tentakel-Dinger. Die heißen anders. Die heißen Crab Squid. Weil sie krabbenartig sind und tentakelartig irgendwie Crab Squid. Ja, die sind in der Nähe, da sollten wir jetzt mit der Stase gern aber auch gut hinterherkommen. Nee, das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Reminder from Altera. Salvage of the Aurora is illegal under trans-government law. Ja. Also wir sollen nicht einfach mit unserem aufgemotzten Schweißgerät die Aurora abbauen. Natürlich werden wir das weiterhin tun. Wo ist das beste Voice-Log der Welt? Nanu? War doch gerade erst, oder? Egal. So, müssen wir weg. So. Also, das hätten wir. Wir können... Also jetzt sollten wir testen, ob wir die Flüssigkeit trinken können. Also das Enzymbrei-Dingens. Wenn ich ein Enzymbrei-Dingens wäre, wo wäre ich dann? Erstmal gehörst du nicht hierher. Du gehörst drüber in die Bio-Ecke. Hier drin? Nope. Kann auch irgendwo auf dem U-Boot sein. Und ja, ich müsste das alles mal beschriften und sortieren. Aber momentan habe ich es nur so einsortiert, dass hier halt die Sachen rumlungern, die irgendwie mit dem Bioprozessor zu tun haben in irgendeiner Form. Und der Rest halt auf der anderen Seite. Wir könnten einfach einen neuen herstellen, oder? Ging das schnell?
Ja. Ging. Wir sollten sogar zwei rausbekommen jetzt, richtig? Contains Enzymes, contain Enzymes. Achtung, wird laut. Oh, währenddessen kann ich was anderes zeigen. Das brauche ich ein bisschen. Und zwar, die Tanks wurden umgebaut. Wir haben jetzt einmal hier einen dreistöckigen Tank, wo theoretisch die Aale rein könnten. Und wir haben hier drüben noch einen dreistöckigen Tank, wo schon, oh, es sind mehr geworden. Wo schon vier Aale drin sind. Das mit dem Strom will aber irgendwie nicht so richtig. Also es ist mir jetzt nicht nach dem Umbau bewusst aufgefallen, dass da Strom rauskommt. Ja, wie ihr oben sehen könnt, 1503. 3-4 Sekunden später ein Strom mehr und es läuft kein Scanraum oder irgendwas anderes. Was schon ein wenig komisch ist. Aber sieht schick aus. Und theoretisch könnten wir in dem anderen Tank andere Fische anbauen. Das mit den Enzymfischen sollte nicht gehen. Also die Peeper, die Goldenen. Weil die kriegen ihre Enzyme ja, wenn sie in diese Airvents, diese Alien-Airvents reinhuschen und da wieder rauskommen. Ja. Na gut. Gucken wir jetzt, ob wir es trinken können. Und wie lange das hält, wenn wir es trinken können. Wir können es nicht trinken. Nein, wir haben immer noch ein viel zu großes Tablet dabei. Das hier nicht reinpasst. Raus, 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 rein. Weg, 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 weg. Ja gut, dann kommen... Passt auch nicht mehr rein. Wir brauchen noch einen zweiten Schrank hiervon. Und wir brauchen unseren Flüssigsauerstoff. Müsste alles auf dem U-Boot sein. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal zu der Deep Degussy Base. Das machen wir aber nicht mit dem ganzen U-Boot. Das Hin- und Herfahren von dem U-Boot ist teilweise doch recht nervig. mit dem Reinquetschen und irgendwo gegenditschen und so weiter. Das heißt, das machen wir mit der Motte. Sollte auch schneller sein. Apropos Motte, da ist Riley eine gute Idee gekommen. Hat er auch schon getestet. Und zwar haben wir hier über das Ding Zugriff auf die Motte. Und die Motte ist ja hier so ein bisschen abgehoben und vielleicht isoliert oder so. Und wenn wir da aufs Inventar klicken, haben wir jetzt hier die Powercellen drin. Sind alle reingemoved. Und wenn wir jetzt in den Fluss fahren mit dem Cyclops und der Cyclops Strom verliert, verliert das Zeug hier jetzt nicht den Strom, weil es halt mehrere Schichten in Isolation hat. Wenn wir die Motte jetzt rausnehmen würden, dann würde natürlich alles leer werden. Aber das würden wir versuchen zu vermeiden. Das heißt, wir könnten dann richtig lange jetzt im Fluss bleiben, weil wir immer nur eine Energiezelle hier drin haben oder, keine Ahnung, zwei. Und der Rest ist darin gespeichert. Und sobald wir keinen Strom haben, gehen wir einfach kurz hin und her und dann ist gut. Das heißt, wir haben nicht das Problem mit dem Rausgehen und alle Zellen werden gleichzeitig weniger. Ja. Deswegen wäre es halt echt toll, wenn das mit dem Enzym irgendwie funktionieren würde. Weil, wenn wir jetzt rausgehen, wir müssen halt direkt parken neben unserem Ziel, weil wir haben nur, keine Ahnung, 20 Sekunden oder so mit dem Flüssigkeitstank, solange wir krank sind, um da kurz reinzuhuschen, was aufzuheben und wieder wegzuhuschen, was unpraktisch ist. Aber ja, das ist auch ein weiteres Tool in unseren Möglichkeiten, wie wir mit dem Untergrundfluss umgehen. Jetzt allerdings huschen wir einfach nur zu diesem tiefen Labor. Ich sollte noch... Das ist jetzt leer, ne? Da waren nur, ja genau, die Decoys drin und Energiezellen. Hier hinten müsste irgendwo der Flüssigkeitstank sein. Da. Ich weiß nicht, ob wir das da drüben brauchen. Aber nimm es einfach mal mit. Was zu essen noch. Ja, das ist okay. Genau, du kannst hier erstmal ganz in Ruhe entspannen. Was sind das da für komische gelbe Ausrufezeichen? Das Haie? Müsste Haie sein. Ja, wir haben definitiv genug Energiezellen, um damit noch weiterzufahren. Wir wollen jetzt ja nicht irgendwo anders hin. Wir wollen... ne, das ist die 250er. Da. Sind wir ganz schön weit weg, oder? Ja, ich denke...
ganz schön nah dran an der Wand. Ich hoffe, du ditchst da jetzt nicht irgendwie gegen, während wir weg sind. Hoch. Ich weiß nicht, ob wir das Ding überhaupt anmachen müssen. Da lang. 2,5 Kilometer. Ich sag ja, wir sind weit weg hier. Oh, wir könnten... Achtung, laut. Angenehmes Reisen. Ja, nee, das tue ich euch nicht an. Wir sehen uns gleich in der Nähe der Degassi. Base. Ich bin sehr paranoid, was irgendwelche Wracks angeht, die wir vielleicht hätten übersehen können. Aber die sollten alle zigfach gecheckt sein, ne? Ja, ja. Na gut, sehen wir uns dann.